Guten Tag. Mit diesem Video beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Rechnen mit Klammern. Wir haben das Distributivgesetz kennengelernt. Jetzt machen wir weiter die Aufgaben. Aufgabe 8. Die Summe 3 plus c in der Klammer mal die Differenz 7 minus d in der Klammer. Nach dem Distributivgesetz gleich 3 mal die Differenz 7 minus d in der Klammer. Dann plus c mal die Differenz 7 minus d in der Klammer. Gleich 3 mal 7 minus 3 mal d plus c mal 7 minus c mal d. Also gleich 21 minus 3d plus 7c minus cd. Aufgabe 9. Die Differenz 7 minus 8 in der Klammer mal die Summe a plus b in der Klammer. In diesem Fall, wie wir schon wissen, Klammern werden noch vor Punktrechnung gerechnet. Das heißt, wir berechnen zuerst die Differenz 7 minus 8 in der ersten Klammer. 7 minus 8 gleich minus 1, also gleich minus 1 mal die Summe a plus b in der Klammer. Nach dem Distributivgesetz gleich minus 1 mal a gleich minus a, dann minus 1 mal b gleich minus b. Aufgabe 10. 2 mal eckige Klammer auf das Produkt, die Differenz x minus 1 mal die Summe y plus 1 und dann minus 3 eckige Klammer zu. Wir wissen schon, vor der Punktrechnung, also Multiplikationen, Divisionen und Potenzen, werden Klammern ausgerechnet. Innerhalb von Klammern gilt allerdings wieder Punkt vor Strichrechnung. Als Klammern verwendet man gewöhnlich runde Klammer. Aber aus Übersichtsgründen kann man aber auch eckige Klammer verwenden. Also fangen wir mit den innersten Klammern an, das heißt, wir berechnen zuerst das Produkt. Die Differenz x minus 1 mal die Summe y plus 1 in der eckigen Klammer. Also gleich 2 mal eckige Klammer auf, nach dem Distributivgesetz gleich x mal die Summe y plus 1. Und dann minus 1 mal die Summe y plus 1. Dann minus 3 eckige Klammer zu. Also gleich 2 mal eckige Klammer auf. X mal y gleich x y. X mal plus 1 gleich x minus 1 mal y
gleich minus y minus 1 mal plus 1 gleich minus 1. Dann minus 3. Eckige Klammer zu. Also gleich 2 mal eckige Klammer auf x, y plus x minus y, dann minus 1 minus 3, also gleich minus 4. Eckige Klammer zu. Also gleich 2 mal x, y gleich 2 x, y. 2 mal plus x gleich plus 2 x. 2 mal minus y gleich minus 2 y. Dann 2 mal minus 4, also gleich minus 8. Aufgabe 11. 4 mal eckige Klammer auf 5 plus 1 plus 3 mal die Summe 2 plus 1. Eckige Klammer zu. Wir fangen mit den innersten Klammern an, das heißt, wir berechnen zuerst die Summe 2 plus 1 in der runden Klammer. Also 2 plus 1 gleich 3. Also gleich 4 mal eckige Klammer auf 5 plus 1 plus 3 mal 3. Eckige Klammer zu. Gleich 4 mal eckige Klammer auf 5 plus 1 gleich 6 plus 3 mal 3 gleich 9, also gleich 15. 4 mal 15 gleich 60. Das war's für heute. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.